Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von JCB Pioneer Mars. Der Alex ist wieder nicht direkt am Start. Erst bin ich es. Ihr habt bestimmt alle vermisst. Ich habe schon gehört, ihr habt Kommentare geschrieben. Ich bin sehr gespannt, was für Kommentare das sind, denn die müssen mir noch verraten werden. Und außerdem wurde mir eine, ja, ganz viele neue Sachen. Ich weiß gar nicht, was genau versprochen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf heute. Ja, Ja, naja. wir haben eine ganze Menge neue Sachen gebaut. Wir haben zum Beispiel jetzt in dem einen Lagerplatz 400, Was? in dem vorderen haben wir schon 400 Lagerplätze. Nicht dein Wir können Ernst. jetzt so richtig jetzt, Ja. ja, können Ach, wir da jetzt stimmt richtig schon. schon, da ist schon wieder was kaputt. Wer hätte das Wer gedacht? hätte das gedacht? Ja, wir können jetzt 400 Sachen da einlagern. Das ist eine ganze Menge und Alexa, stopp! Da musste ich gerade mal Alexa den Mund verbieten. Eieiei. Ja, aber sie hat nicht recht, die Folge ist nicht rum, oder? Nee, noch lange nicht. Also wir machen jetzt nur noch 3 Minuten Folgen. Ja, Leute, dann zeigen wir doch der Ari mal, was wir uns Neues besorgt haben. Dreh dich Ja, mal bitte. nach, ja, dreh dich mal in die Richtung und lauf mal ein Stück. Hinten zu unserer Garage. Zur zweiten Garage. Da ist noch eine. Da ist deine neue Garage. Oh mein Gott. Wo es auch schon wieder rausströmt, das sehe ich ja von hier. Sei gespannt, was drin ist. Also es sind schon mal beide kaputt, wie ich gerade sehe. Ja, das habe ich auch gesehen. Noch so ein Riesenkäfer. Genau, der Käfer. Der Käfer. Gucken wir doch mal rein. Woher hast du dir das Geld denn? Oh, Den haben wir geschenkt bekommen. was? Was geschenkt? Das gibt's? Ja, wir haben eine Mission erledigt und dabei haben wir den bekommen. Cool. So, dann kommen wir doch mal zu den Kommentaren. War doch gut, dass ich meine. Huch! ein Sandsturm Da hat gab es mich gerade einen gerade. Unfall. Ja, Ich versuche mal meine Brille aufzuziehen. Wow, das muss man ein bisschen weiter wegparken. Schrotte doch nicht gleich den Bagger. Hatte ich nicht vor. Mann! Oh, der slidet ja jetzt Der schon. slidet. Also von Fahrzeug zu Fahrzeug erlebt man immer wieder neue, tolle Sachen. Der slidet nämlich wahnsinnig. Ach. Oh, Sandstorm is incoming. Ach, Oh, ich ist habe mich schon. gerade erschrocken. Daneben diese Felswand, die man sieht auf der rechten Seite. Ich dachte, das ist der Das ist es Sandsturm. schon. Ach, das war aber sehr So, kurz. also heute gibt es nur Kommentare von Lebensgott. Der hatte zum Beispiel geschrieben, wir sollen doch mal gucken mit F1 bis F12, ob da nicht die GUI mit ausgeschaltet werden kann. Nee, es geht leider nicht und wir können es auch nicht testen, weil wir in der Zwischenzeit haben wir nämlich auf F1 bis 12 habe ich verschiedene andere Funktionen draufgelegt, wie zum Beispiel, wir können die Bildschirme hier ein- und ausschalten. Und das ist jetzt doof, wenn wir das jetzt testen würden. Siehst du ihn schon, den Sandsturm? Nee, gell. Nee. Ja, gut. Noch nicht. Dann hat Lebensgott auch gefragt, ob es nicht möglich ist, mit dem Bagger, wo du ihn gerade hast, die Steine, die überall rumliegen, anzubaggern. Da hinten diese losen Steine. Das Okay. schaffen wir vielleicht noch vor dem Sandsturm. Going. Aber denk dann, du musst vor dem Sandsturm noch zurücklaufen zur Basis, gell? Ja, das stimmt. Nee, musst du eigentlich nicht. Nee, ich Es kann reicht auch eigentlich in auch, wenn die du Garage oder so. einfach in der Garage stehen bleibst. Wahoo, ich slide ja nur durch. Wow. Keine V. V. Es muss erst stehen, das Ach Auto. so. Nee, ist rot. Ah, warte. Im Boden ist weiß. Ich weiß es Du nicht. hast, glaube ich, weggezogen, bevor er fertig war. Kann das sein? Ach Oder hat so, er selbst ich gezogen? hab nicht gedrückt. Ich muss drücken halten, oder? Nee, normalerweise musst du nur einmal Ah. kurz V drücken. Nee, einmal nur kurz Maus drücken, Entschuldigung. Und dann tut der baggern. Aber ich glaube, hier geht's nicht. Nee, da ist nichts. Was baggert ihr denn sonst so? Ich weiß nicht, ich habe mit dem noch nicht gebaggert. Also Ach wir so. können gleich mal, wenn der Sandsturm vorbei ist, Ja, dann müssen mal wir zu mal. irgendeinem Ressourcenfeld fahren, mal gucken. Der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr
Lagerkapazität wie der Rover. Der hat, glaube ich, 100. Okay, das... ich wüsste jetzt nicht, wo der das lagert, aber okay. Und ich finde auch gut, ich habe schon gesehen, wir haben 28... Oh mein Gott, guck dir das mal an. Dieses Sliden. Ich kann sogar... In der Garage sliden. Oh, jetzt habe ich keinen Drive mehr. Ja, wir müssen vielleicht noch... Wir können das gleich draußen mal die Schäden reparieren. Ja, ich würde... Oder hau mal lieber ab. Nochmal nach dem Sturm gucken, genau. Aber ich sehe hier noch nichts. Da hinten auch nicht. Okay. Ja, ich bin gerade dabei, hier das zweite Lager auszubauen, wenn es da so viele Möglichkeiten gibt, dann was einzulagern. Mhm. Du kannst ja mal bei den 3D-Druckern gucken, was wir da fürs zweite Lager noch brauchen, hier auf der rechten Seite. Mhm. Eigentlich nur noch Silika. Wir müssen nur noch zwei Sternchen Silika. Ah ja. Brauchen wir noch welche. Ja. Also wir müssen sowieso mal, jetzt können wir auch richtig zuschlagen, jetzt können wir überall alles mitnehmen. Zwischendurch habe ich übrigens Circuitboards verkauft. Aha. Und weißt du, das Spiel, es gönnt dir gar nichts. Bei Circuitboards hat man halt 1000 bekommen. Und dann habe ich in der Folge gesagt, na gut, jetzt müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Jetzt können wir alles ausbauen und alle Upgrades uns kaufen, wenn wir genug von diesen Circuitboards finden. Hallo? Und man kann nur eine gewisse Anzahl von diesen Circuitboards verkaufen. Musste ich, glaube ich, ja, hier so. Ist so weit weg? Was? Das kann aber nicht wahr sein. Hallo? Das will nicht. Ja, das ist noch blöd gemacht. Wenn da schon so ein Kasten angezeigt wird, dann müsste das halt auch der Kasten sein, den man anvisiert. Ja. Das ist nämlich teilweise nicht der Kasten. Ach so. Ja, ich erinnere mich, es war schon mal an diesen Wasserdingern, die Wassermacher, da war das genauso. Da konnte ich auch nicht reparieren durch den Kasten. Ja, oh, aber ich sehe den Satz schon. Okay, dann sollten wir vielleicht gleich doch mal uns zurückziehen. Ja, ich habe mich mal ein bisschen umgesehen und ist schon wieder alles kaputt. Also das ist echt ein bisschen nervig. Ja, sehr. JCB, bitte arbeite dran. Verbesserungen, bitte. Oh, did that storm. Wow. Wie war nochmal F12, oder? Ja. Nee. Okay, weg. Jetzt kriegst du erst noch Punkte. Nee. Oh, gut. Dann hat Lebenscode geschrieben, ob es nicht in den Menüs vielleicht eine Einstellung gibt, um die GUI auszuschalten. Du kannst ja mal Escape drücken. So, ihr könnt hier genau sehen, was wir alles machen können. Wir haben hier Rankings, da kannst du mal draufklicken. Oben. Da sieht man mein weltweites Ranking. Ich bin also weltweit tatsächlich auf Platz 67. Krass. Das liegt aber daran, weil die Spiele nämlich, das Spiel spielt niemand so lange. Und, Stats oder Stats? Ja, da ist halt so ein bisschen Information. Aha. 0,56 Kilometer. 0,3 Kilometer. Das ist nicht viel. Das war, glaube ich, das war die letzte Expedition. Ja. Gut, dann gehen wir auf Controls. Ach so, das war jetzt gerade eben. Ja, das war es mit dem Bagger. Ja. So, hier sind die Controls und ihr könnt hier gleich mal sehen, wenn du mal nach unten scrollst. Da siehst du, es gibt nicht so viele Sachen, die man einstellen kann. Ja. Items, Vehicle, Accelerate, WASD halt. V für den Bagger-Modus, Q zum Aussteigen, oben haben wir die vier Items, die wir haben. Wir können also auch nur vier Items mitnehmen. Und oben sind halt so ein paar, da sind zwar auch Toggle-Einstellungen, zum Beispiel Toggle-Infoscreen. Und zwar steht da O, genau. Und O funktioniert komischerweise nicht. Also wir gehen nochmal kurz raus. Wenn du jetzt M drückst, jetzt geht's wieder nicht. Doch, guck mal, jetzt geht oben, das eine Menü geht weg. Ja. Wenn du M drückst. Ja. Aber das mit O passiert einfach gar nichts.
Da kommen wir hier hin, ja. Also es bringt nicht sehr viel, das mit dem O. Guck mal hinten in unserem Kolonieplaner, ob draußen noch Sturm ist. Nee, ist schon gut. Können wir rausgehen? Ich denke, du kannst rausgehen. Yeah. Oh, schön. Tschüss. Der war aber nicht lange da. Aber Adi und ich haben uns eine Serie angeguckt und haben uns weitergebildet, wie man auf dem Mars lebt. Ja, ich weiß nicht, ob das Weiterbildung war. Leichte Weiterbildung. Geringfügig. Und ganz kreativ genannt heißt die Serie natürlich Mars. Ja, und man kommt aber viel über das Leben auf dem Mars mit, ja? Mhm. Wie es nicht laufen soll. Und wie Astronauten nicht sind. Also muss man zu sagen, wir haben uns auf Netflix Mars angeguckt und zum Teil war das eigentlich sehr informativ und sehr gut. Es gab nämlich die Hälfte der Serie war von der NASA und von SpaceX. Mhm. Und die andere Hälfte, die war so amerikanisiert. Schrecklich. Ja, mit so einer Geschichte, die war halt dramaturgisch ein bisschen aufgemotzt. Ja. Yeah. Und da waren so ein paar Sachen drin, da haben wir uns total drüber aufgeregt. Ja. Und haben halt überlegt, ich weiß jetzt gerade gar kein Beispiel mehr, aber es gab einfach so viele. Oh, es fehlt alles. Ach, zum Beispiel, dass auch noch oder allein schon die Landung, die sind ja dann nach 6 Monaten oder war es mehr wie 6 Monate? Nach langer Zeit sind sie auf jeden Fall gelandet. Und die Landung schon. Oh, damit hat es angefangen. Die sind dann natürlich irgendein Computer in dem ganzen Ding hat gemuckt und dann mussten sie das reparieren, während sie gelandet sind. Sie haben den Landeabbruch nicht abbrechen können oder nicht gemacht, keine Ahnung. Und dann ist der Missionsleiter natürlich selbst, während Gravitation zuschlägt, hat er seinen Sitz verlassen und musste ja diesen Computer unbedingt reparieren gehen. Und guess what, der fällt dann hin. Gravitation, juhu, und bricht sich, Rippe und Leberblut oder was auch immer, keine Ahnung. Nee, es war ja ganz heroisch, dass er von seinem Sitz aufgestiegen ist und dann das Ganze repariert hat, war ja ganz heroisch. Ja, ich aber, jetzt. Aber er hätte ja dann, nachdem die Reparatur beendet ist, aber wir spoilern gerade so ein bisschen, aber ach, nachdem so, die Reparatur beendet ist, hätte er ja vielleicht sich wieder anschnallen können, was er nicht tut. Ja, natürlich. Nein! Tada! Also Mars hat durchaus viel Bedarf an Verbesserung. Wir sollten nicht weiter spoilern, oder? Ich überlege gerade, was wir gefahrlos erzählen können, aber es ist schwierig. Ja. Außerdem tun wir uns wahrscheinlich in Rage reden. Ja, wahrscheinlich. Pass auf, wir müssen Silika besorgen. Was ist das denn? Das tut da immer so ein bisschen qualmen. Okay. Geh mal auf die Karte, die war auch bei Escape. Und wir müssen mal die Map hier auch genau. Guck doch mal, ob du irgendwo Silika siehst. Also Silika mit hoher Prozentzahl. Noch nicht? Nee, die sind noch ganz weit weg. Du bist schon bei der russischen Basis. Ach, die haben in der Zwischenzeit auch. Da ist Silika. Da könnten wir. Aber die. Guck mal da, die Size. Siehst du die Size? Ja. Das ist leider aufgebraucht. Guck mal das andere da drüber. Das ist unbekannt. Und das da drüber? Ja, ich wollte mit dem Bagger hinfahren, der ist halt gerade langsam. Ah, das kannst du vergessen. Naja, das ist weit. Da fahren wir eine halbe Stunde hin. Dann ist auch wieder aufgebraucht, was der Bagger halten kann. Ist alles viel zu weit weg. Da kommt man mit dem Bagger nicht hin. Ich weiß nicht, wie die sich das gedacht haben. Was soll das auch noch? Da könnte man hinfahren. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja, okay, ich weiß, wo es ist. Kannst du mal mit dem Bagger hinfahren? Okay. Und zwar. Den Weg, den wir eigentlich immer nehmen zum Abbauen.
Was ist welcher? Geh mal in den Bagger. Bagger? Wo bin ich? Da. Ich bin echt gespannt, wie ich den Berg mit dem Bagger hochkomme. Allein schon das Sliding. Du kannst ja hochsliden. Also, mit dem Sliden, die geben sich echt Mühe, oder? Ja. Das ist sehr amüsant. Ach ja, und wir können schon mal spoilern, dass die Bagger auf dem Mars laut der Serie Mars nicht sliden. Ja, genau. Sie haben überhaupt keine Ahnung, weil bei der Serie gab kein einziges Fahrzeug durch die Gegend. Ah, ich weiß, eine Szene. Echt? Ich finde den Verteilerkasten nicht. Oh. Wir dürfen leider nicht mehr drüber reden, weil wir würden uns auf jeden Fall in den Arsch reden. Sagst du so? Nein. Ich muss mal werden. So, der Weg ist rechts. Du musst dich ein bisschen nach links drehen. Ah ja, hier raus, okay. Also Richtung russische Basis. Ein bisschen russische Basis. Ah, ist klar. Aber was ist denn hier unsere Stärke vom Bagger? Also so radioaktive Zone und so. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Bagger fährt, dann ist es so laut, dass die gut überleben hören. Ja, ich hab auch gerade runterstellen müssen, weil der Bagger ist laut. Ja. Was war deine Frage? Guck mal, der hat gar keinen Zug mehr. Der will nicht hoch. Komm. Geschafft, yay. Ja, ich hab mich ja schon gefragt, du musst ja eigentlich den Bagger dabei haben und den Radlader, weil es macht ja keinen Sinn, eins von beiden Fahrzeugen zu haben, aber zu unseren besten Abbaustellen kannst du nur mit einem Fahrzeug fahren. Du kannst nicht mit zwei Fahrzeugen fahren. Nein, geht nicht. Licht? E. Besser. Gleit. Aha, alles klar. Ja, ich weiß nicht. Wie bringst du G mit Licht zusammen? Glow. Let it glow. Genau. Du warst gerade von wegen. Ja, du musst noch ein Stück weiterfahren und dann biegen wir nach rechts ab. Ja, ja. Nee, das mit dem. Wir haben doch gerade noch über die Serie Mars geredet. Ja, ich habe aber gesagt, wir reden nicht über den Verteilerkasten. Jetzt nach rechts. Jetzt. Oh, schau mal. Wie ein Teufel. Kann ich da durchfahren? Nein. Du musst versuchen, an den vorbeizufahren. Fährt ihr nicht, oder was? Doch, aber ich bin zu langsam. Du musst ein bisschen nach rechts. Ja. Da runter Richtung Felsen. Okay. Das ist blöd, weil der so langsam ist. Die sind ganz schön schnell. Ja. Und der Bagger ist echt kacke. Also es hilft eigentlich nur Augen zu und durch. Die waren jetzt noch leicht, weil es gibt auch welche, die haben elektrische Aufladung. Ah, okay. Und Halleluja. Was war das? Ich hab mal kurz gerufen. Foto nehmen? Schon wieder. Was zur Hölle? Jetzt müsste links irgendwo ein Abbaufeld sein. Guck mal, T wie scannen. Wie ist das gut? Da ist einer. Hier ist einer. Ja, aber das ist der andere, oder? Klick mal kurz auf Karte nochmal, das müsste die sein. Ja, das ist die. Da sind die mit elektrisch. Was ist das denn? Und falls ihr euch jetzt wundert, warum sollen wir denn bitte schön... Was ist das denn? Fahr einfach durch. Ich achte auf deinen Lebenszustand sozusagen. Okay, danke, ja, super. So. Jetzt gibt es vielleicht welche unter euch, die sagen, es ist ja vollkommener Blödsinn, wieso sollten denn Sandstürmer elektrische Ladung haben? Die bestehen halt aus Eisenoxid. Oh,
Und Partikel sind aber auch, weil die Partikel doch so klein sind. Oh, und Silikan war wenig. Ist egal, backe einfach mal, bis das Ladeding voll ist. Ja. Man geht ja. Ja, genau. Die ganzen kleinen Partikelchen. Mit dem kannst du, glaube ich, auch weiter weg. Also der braucht den Arm nicht ganz vorne zu haben, wie bei dem Rover. Ja. Da kannst du, glaube ich, auch am anderen Ende drüben baggern. Also wenn du möchtest. Am anderen Ende? Ja, weil der hat ja einen langen, schlägen Arm. Ich weiß nicht, ob das was ändert. Nee, ich wollte das nur sagen. Fünf Silika, wie viel war das? Das war aber jetzt, ich habe das nicht gesagt, damit du weiterhin baggerst, sondern es war einfach nur zur Information. Ja. Da hast du recht. Aber tatsächlich scheint da hinten der Silika zu sein. Das ist lustig. Das habe ich gesehen. Das habe ich sofort gesehen, dass da mehr... Du hast das schon... Your cargo is full. Ach, das ist jetzt schon. Das ist toll. Wir haben ja auch einen Radlader. Wir haben einen Radlader, der kann, glaube ich, 200 aufnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum fahren wir mit dem nicht hierher, ja? Man könnte natürlich jetzt zu Fuß zurücklaufen und den Radlader herholen und dann immer ein bisschen zwischen den Fahrzeugen hin und her. Aber in der Zwischenzeit würde der Bagger erstens wahrscheinlich von den Sandstürmen beschädigt werden und zweitens hätte er keinen Strom mehr. Ja, das stimmt. Das wäre doof. Also und das ist halt alles so ein bisschen merkwürdig. Oh Gott, und, ich will gar nicht hoch. Wir sollten vielleicht mal hier in Darmstadt zu JCD gehen. Gerne. Und sollten mal fragen, ob die vielleicht Tipps für uns haben, wie man das am besten macht. Wie haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie in Ihrem Spiel das Problem mit dem Winken lösen? Das hat gerade wieder gewunken. Oh, Scheiße. Geh weg. Und das hat schon wieder gewunken. Hallo, die verfolgen mich. Aber du kannst, glaube ich, durchfahren, weil wir haben noch gar keinen Schaden gekriegt. Guck mal, das winkt die ganze Zeit. Was soll das denn? Ja, wenn der mal fahren würde, ich drücke W. Oh, ich habe übrigens den neuen Mars Rover gesehen von der NASA. Aber wir kriegen da keinen Schaden. Okay. Der ist vorgestellt worden. Ich weiß nicht wann, aber ich habe jetzt Bilder gesehen. Also ich habe jetzt aktuell Bilder gesehen, ich weiß nicht, wann er vorgestellt wurde. Der sieht sehr, sehr spacig aus. Der sieht sogar dem Rover hier von JCB ein bisschen ähnlich. Aha. Ich hoffe, dass er aber nicht ab und zu mal den Tagen hat zu winken. Nee, der hat Räder. Das ist gut. Wobei wir haben auch gesehen, was mit ganz den ehrlich, Rädern passiert. Muss ich euch auch sagen, dieser Wacker hier, der hat Ketten. Mhm. Und das würde auf dem Mars dazu führen, dass die Getriebe nach kurzer Zeit kaputt werden, weil der Mars, der fahr einfach schnell runter. Augen zu und durch. Der will gar nichts mehr. Ach so. Scheiße. Der Marsboden besteht doch, du musst nach unten fahren. Nach unten? Der Marsboden besteht aus es ist fast wie Puder. Mhm. Und das würde sich in den ganzen Ketten so weit verfangen, dass dann irgendwann die Getriebe kaputt gehen würden. Deswegen haben die meisten Mars-Rover und so, oder auch Mondfahrzeuge, die haben Reifen und außen an den Reifen ist wie so eine Art Netz dran, wo der Sand zwar kurz reingeht, aber dann wieder rauswieselt durch die Fahrgeschwindigkeit. Mhm. Und die Ketten würden wahrscheinlich nach einer kurzen Zeit aufgeben, weil die einfach mit Sand kaputt gegangen wären. Mhm. Ja, das wir sind ziemlich leise, beide. Ja, das stimmt. Aber ich bin gerade total fasziniert, wie dieser Bagger einfach nicht schafft. Fährt und winkt. Was soll das eigentlich? Was willst du? Man muss natürlich sagen, den Bagger haben wir erst bekommen, der braucht ja noch ein paar Upgrades, der hat ja noch gar kein Upgrade gekriegt. Der braucht einiges an. Und es könnte natürlich sein, dass der irgendwann dann stärker wird und so weiter. Mhm. Und wir dann viel mehr mit dem machen können. Mhm. Ich hoffe. Ich habe mich schon gewundert, wieso wir 30 Minuten, also fast 30 Minuten Sauerstoff gehabt hatten. Jetzt weiß ich wieso.
brauchst du. Sonst kommst du nicht nach Hause. Das ist halt echt grottenlangsam. Ja. Und ist halt auch als Einsatzfahrzeug eigentlich nicht zu gebrauchen? Nein. Eigentlich nicht. So nicht. Jetzt fahr mal nah an die linke Raffinerie ran. Da können wir nämlich die Ärzte, die wir gerade hatten, gleich da reinwerfen. Hier, das hier, ne? Okay. Ah, ich slide durch Abbremsen. Ja, ich will die Control. War doch so, oder? Noch mehr. Ja, jetzt bin ich dran. Nee. Ich kann nicht. Dann kommt da so ein Text. Drücken Sie F. Ja, auf den warte ich. Du musst halt noch ein ganz Stück näher ranfahren. Aber ich kann nicht näher ranfahren. Ich bin unfähig. Dann zeig mal so ein bisschen, geh mal mit der Kamera ein bisschen höher, vielleicht. Dann fahr mal so an die Ecke, dann bist du auch ein bisschen näher dran. Dieses Sliden ist echt der Hammer. Ah, jetzt, stopp! War's da oder was? Ja, da war's gerade eben. Da. Okay. So, du musst erstmal hier oben auf. Oh. Ich bin mit der Nase gerade gegen mein Mikrofon raus. Du musst auf Cargo drücken oben und dann jetzt kannst du die ganzen Sachen reinhauen. Silika ist für uns ganz, also ich glaube, du kannst alles reintun. Oh, man. Carbon. Aluminium. Und Nickel geht, glaube ich, hier nicht. Nein. Das muss dann die andere Raffinerie. Klick mal hier auf Refine. Ja. Jetzt machen wir einfach Refine All. Bei Aluminium, Silika. Aha. Gucken wir mal weiter durch. Warte, Carbon ist auch okay. Aha. Weil man darf nämlich die Sondersachen. Gehen wir mal runter. Man darf nämlich nicht aus Versehen auf Aluminium-Leute drücken, weil dann verlierst du nämlich Sachen. So, Carbon Steel brauchen wir eine ganze Menge. Wir müssen also noch Pure Iron besorgen. Aha. Wo kriegen wir das? Ich glaube, wir brauchen 200 Eisen. Oh. Okay. Ja, ich glaube, du kannst parken und dann müssen wir ganz dringend was trinken. Ja, du hast. Und dann werden wir mal was suchen, dass wir. Ich weiß nicht, ob das Silika, wir brauchen ja 4 Silika für unser zweites Lager. Ich glaube, das bekommen wir hin. Mhm. Die Solarzellen machen auch viel mehr Strom, wenn wir die upgraden. Aber ich habe mich nicht getraut, mehrere zu benutzen, weil ich glaube nämlich, die produzieren keinen Strom, wenn du die updatest. Dann hören die, glaube ich, auch zu laut. Also die du upgradest, läuft, glaube ich, nicht. Achso. Nee, Q. Cool. Ich habe gerade alles ausprobiert. Guck mal, wir haben keinen einzigen Kratzer. Ja, die Lackierung ist schon gut. Ja. Warte mal, dreh dich nochmal nach links. War da ein Loch in der Wand? Ah, nee. Fast. Okay, ich dachte, wir müssen reparieren, aber wahrscheinlich nicht so, oder? Nee. Sieht ganz gut aus. Der hatte keinen Schaden. Nee. Wir müssen halt ganz dringend was trinken. Aber Leute, damit wir was trinken, da müssen wir dann. Da müssen wir morgen mit Bad. Heute gibt es nichts mehr zu trinken. Nee. Die Zeit ist schon wieder rum. Mhm. Und wir müssen euch für heute dann leider auch wieder sagen. Jo! Macht's gut, ciao. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.